Kraft der Gedanken oder Wunder geschehen. Ja, was soll ich sagen? Ich starte mal mit einer Frage, die dich im Moment vielleicht für einen kleinen Moment irritiert oder überfordert. Da, wo du jetzt bist, bist du vielleicht auf diese Frage nicht vorbereitet. Vielleicht fährst du in Gedanken mal gerade rechts ran oder hältst mal so ein bisschen inne und lässt mal eine Frage zu. Wer bin ich? Wer will ich sein? Und was wollte ich werden, als ich klein war? Okay, das klingt jetzt so nach buddhistisches Kloster Teil 1. Ich gebe zu, da war ich nie. Ich habe mit keinem Schamanen das Zelt geteilt und mit keinem Buddhisten die Zelle, wie so die meisten Speaker, die das für sich in Anspruch nehmen. Und ich habe auch nicht Robert De Niro oder Inge Meisel irgendwo am Strand getroffen, um wichtige Begegnungen zu machen. Aber ich liebe es im Alltag, Menschen wie dich zu erreichen und von dir zu lernen. Und ich möchte dir diese Frage stellen: Wer bin ich? Was wolltest du werden, als du klein warst? Die Kraft der Gedanken oder Wunder geschehen. Was wollte ich werden, als ich klein war? Und vielleicht erlaube ich dir, daran teilzuhaben. Als ich klein war, das war so die Zeit, samstags nach dem Baden, die Hitparade. Du kennst das, zumindest die Eltern von euch kennen das noch. Du sitzt in deinem Bademäntelchen mit den Leberwurst-Butterbrötchen vor dem Fernseher und freust dich auf das, was kommt. Wenn du Glück hattest, danach noch so ein Edgar-Wallace-Krimi oder vielleicht ein Karl-May-Film. Das war so die Zeit mit drei Fernsehprogrammen. Okay, YouTube-User, das ist lange her, aber diese Zeit ist die Zeit vielleicht deiner Eltern oder derer, die vor dir waren und die dich auch ein Stück mit geprägt haben. Und ich wollte Schlagersänger werden. Irgendwo zwischen Graham Bonney und Chris Roberts saß die Hitparaden-Omi, da wollte ich auch mal sitzen. Und dann habe ich heimlich in diesem kleinen Kabüffchen, im Schlafzimmer meiner Eltern, wenn keiner guckte und ich mich unbeobachtet fühlte, auf einem Stuhl gestanden mit dem Springseil meiner Schwester, den Kassettenrekorder, das gibt es heute auch nicht mehr, auf Record gedrückt und habe mit stolz geschwellter Brust, habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe, gesungen. Ich bin mir sicher, in Gedanken war sie da schon da. Diese wunderbare Frau, mit der ich heute mein Leben teile. Naja, mit dem Singen hat es dann nicht so geklappt und ich erinnere mich an den Tag, als ich irgendwann dabei erwischt wurde, wie ich heimlich sang und diese Person, die mich damit konfrontierte, dass ich es eigentlich nicht kann, hat in mir ein tiefes Schamgefühl heraufbeschworen. So habe ich es dann mit dem Singen erstmal sein gelassen. Jahre später, Gedanken werden wahr, habe ich es dann gemacht. Ich habe mit einer Band zum 40. Geburtstag meiner Frau einen Udo Lindenberg-Song intoniert, weil das war ich mir und dem Universum schuldig, einmal das zu tun, was ich mich nie getraut hatte, auf einer Bühne zu singen. Es war nicht wirklich hörenswert, aber es war mir wichtig, das zu tun, mich so zu zeigen. Was wolltest du werden, als du klein warst? Und wie kommt es, dass du jetzt da bist, wo du bist? Wie kommt es, dass ich jetzt hier sitze und dich inspiriere über das Thema Gedanken und die Kraft der Gedanken? Der hier sitzt, ist nicht Schlagersänger geworden, aber der hier sitzt, hat etwas gewählt zu sein, was vielleicht so im Kern dem Schlagersänger auch entspricht, nämlich Menschen zu erreichen und Menschen zu berühren. Das ist mir wichtig. Das macht riesig Freude. Vielleicht ist das mit dem Singen auch nur so eine kurzfristige Freude. Ich möchte tiefer in dich rein durch Fragen, durch Perspektivwechsel dich ermutigen, dir die Frage zu stellen: Wer bist du, was willst du sein und was wolltest du werden? Wenn dich diese Fragen inspirieren und neugierig machen, dann mach so, wie wir das an diesen Stellen dann immer tun. Nimm ein leeres Blatt Papier oder wenn du hast eine Leinwand und stell dich davor und lass mal auf dich wirken, was auf dich zukommt, wenn du in diese leere Leinwand schaust. Mal dein Leben. Lass mal Bilder in dir hochkommen. Wer willst du sein und wo willst du leben? Und ich sag dir was, sei unanständig, grenzenlos in dem, was du dann siehst. Denn das, was du dort siehst und was du dort malst, wird deine Wirklichkeit morgen. Das, was du dort malst, ist das, was das Universum für dich bereithält. Du musst es nur sozusagen als Bestellauftrag absenden und auf den Empfang warten. Manchmal dauert das ein bisschen länger,
93 mal daneben das Bild der Villa Move, das war so ein bisschen verschwommen. Und heute ist es der Ort, der mir und Menschen, denen ich hier begegne, so enorm viel Kraft gibt. Die Kraft der Gedanken heißt aber auch, dass du dich fokussierst auf das, was im Kern deine Marke ist. Das erste Statement dazu war mal, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das war die Fingerübung. Dann gab es einen magischen Tag, das war ein grauer, verregneter Herbsttag in Hamburg und ich traf in einer Galerie in dieser Hansestadt einen Menschen, auf dessen Lyrik und auf dessen Sangeskunst ich wirklich großen Wert lege als Teil meines Lebens. Er trägt meistens einen Hut. Und so im Gespräch, was sich dort durch Zufall ergab in dieser Galerie, kamen wir so ins Gespräch und seine Frage war, was machst denn du so eigentlich? Wie bist denn du so unterwegs? Und ich habe dann in meinen Worten erzählt, was ich so tue, so in dieser Sinnmanufaktur als Coach, weil irgendwie willst du ja auch ein bisschen Rock'n'Roller sein, wenn du Coach bist. Du willst ja auch irgendwie jemand sein, der anders ist, be different or die. Und er hat das verstanden und sagte dann so sinnesverloren, sinngemäß, er sei Dr. Gin, also in Sachen Gin unterwegs und ich wäre dann ja wohl sowas wie der Dr. Sinn und in Sachen Sinn unterwegs. Hat's gemalt, das hängt über meinem Bett und ich bin raus, elektrisiert, hab die Sandra angerufen. Sandra, ich hab's jetzt. Ich weiß, wer ich bin und wer ich sein will in einem Satz. Und seitdem bin ich in Sachen Sinn unterwegs. Das wird dich jetzt ein bisschen verwirren, möglicherweise. Das wird dich vielleicht auch ein bisschen überfordern, in der Abstraktion diesem Gedanken zu folgen. Aber vielleicht fragst du dich mal, was ist die Signatur deines Bildes? Was ist in einem Satz das, wer du bist und wofür du stehst? Weil das, was du dort formulierst, dieser Satz, diese Deklaration deines inneren Selbst, das ist dein Leben morgen. Und wenn du das tust, dann tust du das, was Marc Aurel uns als Option in der stoischen Philosophie angeboten haben zu sein. Wer im Leben Dinge tut, die er gerne tut, wird niemals arbeiten müssen. Niemals arbeiten müssen. Welch Schande für dein Selbst, wenn du arbeitest. Welch Freude für das Gegenüber, wenn du deiner Berufung fällst. In dem Sinne, wenn du einen Spruch hast, einen Satz hast, der dich ähnlich inspiriert wie mich in Sachen Sinn unterwegs, ich fände es mega cool, du würdest mir den schreiben. Lass uns darüber in Kontakt gehen. Ich suche Menschen, die wie wir in Sachen Sinn unterwegs sind. Das sind die Menschen, mit denen wir in der Sinnmanufaktur gerne Zeit verbringen. Gedanken und die Kraft der Gedanken ist das, was dein Leben morgen ausmacht. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du da warst. Und wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne unseren Kanal abonnieren. Hinterlass uns ein Like und gerne auch einen Kommentar. Danke dir.